Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern auch Smartphones und Tablet-PCs sowie betriebliche System- und Anwendungsprogramme steuerfrei für die Privatnutzung zur Verfügung stellen. Ende März stimmte der Bundesrat einer entsprechenden Regelung zu. Diese wurde ins Änderungsgesetz zum Gemeindefinanzreformgesetz aufgenommen. Zum Hintergrund: Mit dem Programm Internet für alle wollte die Bundesregierung im Jahr 2000 der Bevölkerung einen Anreiz zur PC- und Internetnutzung bieten. Aus diesem Grund wurde die private Nutzung betrieblicher PCs und Handys steuer- und sozialabgabenfrei gestellt. Selbst bei einer ausschließlichen Privatnutzung der Geräte müssen Angestellte seither keinen geldwerten Vorteil mehr versteuern. Mit der nun erfolgten Erweiterung wird die Befreiungsvorschrift an den technischen Fortschritt im IT-Bereich angepasst. Statt Personalcomputer heißt es im Einkommensteuergesetz künftig Datenverarbeitungsgerät. Darunter fallen dann auch Smartphones und Tablet-PCs. Die Regelung gilt rückwirkend ab 2000 in allen noch offenen Steuerfällen.